Noch ein Vorspannvideo. Wie viel kommen denn hier noch? Oh, juhu, man kann endlich was machen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Action-Strudel der besonderen Art hier auf diesem Kanal. Wir tun mal einen Terminator spielen. Und zwar hier Teil 4, die Erlösung, ne, wie der Titel hier schon verrät. Ursprünglich wollte ich ja noch Teil 3 vorschieben, so als Verriss, weil Teil 3 ist richtig kacke, kriegt der Maschinen. Aber das läuft irgendwie nicht mehr unter Windows 10. Ich sehe das Intro-Video, Ende. Quasi gleicher Effekt wie bei Need for Speed Porsche für den PC. Aber Teil 4 habe ich mir jetzt hier auch noch kostengünstig für, ich glaube, was war das, 1,90 Euro geholt, plus 3 Euro Versand. Also Versand ist teurer als das Spiel. Wow. In so einem Zeitalter ist man schon angekommen. Ja, und das soll gar nicht so schlecht sein, nur ein bisschen kurz. So, das Ende beginnt. Der Widerstand braucht deine Hilfe. Du bist John Connor, ein Soldat, in dieser postapokalyptischen Welt. Und es ist deine Aufgabe, einen Trupp dir ergebener Kämpfer in einem verzweifelten Überlebenskampf gegen die überlegenen Kräfte von Skynet und dessen tödlichen Terminatoren zu führen. Gehe in Deckung hinter zerstörbaren Umgebungselementen, die dir im Krieg aus dem Festland gegen Terminatoren wie den T-600 oder gegen einen Angriff aus der Luft durch tödliche Aerostat als Schild dienen. Spüre die Hektik intensiver Action, während du von den unerbittlichen Gegnern verfolgt wirst, die ein riesiges Arsenal hochentwickelter und zerstörerischer Waffen verwenden. Kämpfe in diesem Prequel zum Kassenschlager gegen Kult-Terminatoren aus dem Kinofilm und gegen neue Maschinen, die es nur im Spiel gibt. Die Systemvoraussetzungen, es unterstützt Windows XP Service Pack 2. Jetzt etwa wisst ihr, wie alt das ist, von 2009 steht hier, 2009. Allerdings gibt es ja noch ein Copyright für bis 2008, nur also irgendwie zwischen 2008 und 2009 scheint es rausgekommen zu sein. Prozessoren, ein Intel Pentium Dual CPU E2180 mit 2 GHz, in Klammern 2 CPUs, oder ein AMD Athlon 64X2 Dual Core Prozessor 4200 Plus mit MMX bzw. 3D-NOW Technologie. Auch hier 2 CPUs, rund 2,2 GHz. Es wird empfohlen 1 GB RAM, doch so viel. Grafikkarte Nvidia Serie 86XX, also die 8000er, 8600 der Serie oder besser halt. Inzwischen sind wir jetzt bei der 20.000er Serie, nur dass die eben 2080 heißt. Eine Radeon 38XX, DirectX 9 kompatibel, Shader Modell 3 und mit 256 MB RAM. Die Grafikkarte. Inzwischen sind wir auch so beim Achtfachen. Soundkarte, ach nee, DirectX 9.0c kompatible Soundkarte, 8 GB ungefähr auf der Festplatte brauchen wir. Ein kompatibles DVD-ROM, DVD 9 kompatibel, weil wir sind hier in Europa, deswegen 9. Und unterstützte Peripherie, eine Microsoft Maus, ein Microsoft Keyboard und Microsoft X360 USB Gamepad bevorzugt. Sie empfehlen also, einen Ego-Shooter am Computer mit dem Gamepad zu spielen. Ja, nee, ist klar. So, dann gucken wir uns nochmal das Handbuch hier an. Epilepsie, Lichtanfälle, bla bla bla. Wenn sie zuckend am Boden liegen, ist alles zu spät. Systemanforderungen, die hatte ich gerade vorgelesen. Empfohlen sind natürlich 2 GB RAM und ein deutlich schnellerer Prozessor. Also hier ein 6000er Plus bei AMD oder ein 2,8 GHz Dual Core von Intel, 12 GB Festplatte wird empfohlen, Mindestauflösung 800x600 oder halt 1280x1024, schön 4:3. Wir zocken hier in 16:9 Full HD, also 1920x1080. Das DVD-Laufwerk, ja, DVD 9 kompatibel, ist klar. Videokarte, es wird empfohlen eine GeForce 8XXX. Also notwendig ist eine 86XX, empfohlen ist eine 8XXX. Das ist für ein Schwachsinn. So, oder gleichwertig für ATI, Ton, naja, eine EAX-kompatible Soundkarte.
Das ist ja eh wurscht. Einführung. Los Angeles wurde an Skynet verloren und es gibt tatsächlich tagtäglich Überlebenskämpfe gegen die Maschinen. John Connor ist ein einfacher Soldat. Er ist nicht der Anführer, der er werden sollte und der Kampf wurde bereits verloren. Die Zukunft wurde nicht so, wie seine Mutter sie ihm beigebracht hatte. Jetzt ist er auf dem Weg, sein Schicksal wiederherzustellen und ihn zu dem Anführer zu machen, der er immer werden sollte. Charaktere. John Connor. Er wurde einst von seiner Mutter Sarah dafür ausgebildet, eines Tages der Anführer zu werden, den die Menschheit vor Skynet retten wird. Mittlerweile hat er jedoch seinen Glauben verloren und ist nur ein gewöhnlicher Soldat. Die Menschen folgen aber weiterhin seinem Vorbild und in seinem Inneren regt sich etwas, das den Glauben, den er so nötig braucht, wiederherstellen kann. Blair Williams. Blair kennt Connor schon seit langer Zeit. Sie ist eine der wenigen Personen, die mit seiner Geschichte vertraut sind. In letzter Zeit, da die Lage immer aussichtsloser wurde, hat sie John provoziert, sich seinem Schicksal zu stellen. Das nervt ihn zwar, aber er weiß, dass sie eigentlich recht hat. Barnes. Barnes ist ein Überlebender und hat sich an die Umstände angepasst. Er hat keine Lust mehr, sich weiter vor Skynet zu verstecken und will zurückschlagen. Er gehört nicht zum Widerstand, aber dank seiner Loyalität und Tapferkeit wird er genau das, was der Widerstand braucht. Angie Salter. Angie leidet permanent unter einem Stresstrauma und bricht fast darunter zusammen, sucht aber ständig verzweifelt nach einem Grund, dies nicht zu tun. Als sie Connor trifft, beginnt sie, sich des Traumas zu entledigen und schließt sich seiner Mission an. David Weston. David ist hinter den Skynet-Linien eingeschlossen. Er verbirgt sich bei den Verwundeten und wartet auf ein Wunder, das sie rettet. Er hat alles außer seinem Glauben verloren. Deshalb ruft er nach Connor, damit er kommt und ihn rettet. Aha, nicht Damsel in Mistress, Distress, sondern Damsel in Mistress. Mhm. So, jetzt ist die Steuerungsbelegung hier. Beschießen, latschen, nachladen, bla, Sülz. Grundlegende Mechanik, zielen und feuern. Ach nee, zum Zielen aktivieren den Fadenkreuzsteuerung der rechten Maustaste und verschiebe das Fadenkreuz mit der Maus über dein Ziel. Hier werden echt Ego-Shooter erklärt. Aha. Drücke dann die linke Maustaste zum Feuern und Präzision mit dem Fadenkreuz zu drücken und halt die rechte Maustaste gedrückt. Deckung. Du kannst dich dem Feuer des Feindes schützen, indem du dich hinstellst, in dem Gelände verstreut sind. Nähere dich einem Deckungsplatz und drücke Q oder Positionstaste 1, um dich in den Deckungsmodus zu bekehren. Möchtest du die Deckung erneut verlassen, drücke die Taste erneut. Deckungswechsel. Du kannst halte die Bewegungstaste in die Richtung gedrückt und dann die Duckentaste und dann hüpft da hin und her. Das können wir seit Mass Effect. Oder Mass Effect. Spähen, solange du in Deckung verbleibst, bist du deinem feindlichen Feuer geschützt, aber du kannst auch deine Angreifer nicht mehr sehen. Möchtest du nach hinten Ausschau halten, drücke die rechte Maustaste, um aus der Deckung zu spähen. Schienensequenz. In diesem Level musst du eine bestimmte Zeit am Leben bleiben. Schieße auf die Schwachpunkte der Roboter und achte darauf, dass die Waffe nicht überhitzt. Dann gibt es hier noch ein Hauptmenü. Spielerarten, Einzelspieler, Zusammenarbeit. Hier steht ein Team von Soldaten, menschlichen Widerstand zu erhöhen. Sie verfolgt dir durch ein Level hindurch und helfen dir, die Skynet-Roboter zu besiegen. Am Start jedes Levels kannst du den Zweispieler-Modus wählen, wobei du der andere Spieler als Blair agiert. Anmerkung, möchtest du im Zweispieler-Modus kämpfen, brauchst du einen zweiten Computer. Ach nee. Head-Up-Display, naja, das ist klar. Waffen. Wir haben ein M4-Sturmgewehr. Das Sturmgewehr ist die Hauptwaffe von John Connor. Es hat eine hohe Feuergeschwindigkeit und viele Kugeln, verursacht aber keinen großen Schaden. Hast du keine Kugeln mehr, können deine Kameraden dir Ersatzmagazine geben. Remington 870 Schrotflinte. Feuert Schrotladung und ist daher ziemlich ungenau. Diese Waffe ist jedoch in jeder Schussweite hochwirksam gegen Aerostats. M249 Mark II Saw Maschinengewehr. Ähnelt dem M4-Sturmgewehr, aber mit größerem Magazin und höherer Feuergeschwindigkeit. Der einzige Nachteil ist die etwas geringere Genauigkeit. Raketenwerfer. Der gute alte Rocket Launcher. Der Raketenwerfer ist eine Einzelschusswaffe mit verheerender Wirkung gegen T-600. M79 Granatwerfer. Der Granatwerfer verursacht große Explosionsschäden über einen kleinen Radius. Er ist schwächer als der Raketenwerfer, aber schneller nachzuladen und leichter zu zielen. M67 Granate. Die Granate kann das Schutzschild des Feindes zerstören oder stark beschädigen. Sie benutzt einen Näherungsbereich, in dem sie bei Feindkontakt explodiert. Falls eine Granate ihr Ziel verfehlt, explodiert sie, wenn ein Feind in ihren Näherungsbereich reintritt. Ach so. Das heißt, die bleibt, wenn da keiner hinlatscht, ewig scharf oder wie? Aha.
Eine Rohrbombe. Rohrbomben sind selbstgebaute Sprengladungen, die eine stärkere Wirkung als eine Granate haben und einen T-600 mit wenigen Explosionen zerstören kann. Montierte Kanone. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von montierten Kanonen. Montierte Kanonen sind sehr tödliche Waffen, die einen großen Schaden verursachen, der jeden Feind zerstören kann. Munitionsstapel. RPG-7 und M79 Munitionsstapel finden sich an der bestimmten Stelle im Spiel. Sie sind eine unerschöpfliche Munitionsquelle. Ah, unerschöpflich, das ist schön. Feinde. T7T. Der T7T, auch The Spider genannt, ist einer der Hauptgegner im Spiel. Seine schwere Frontpanzerung macht ihn widerstandsfähig gegenüber Feuer, aber sein Batteriepack auf dem Rücken ist aus Gründen der Kühlung nicht gepanzert. Aerostats. Aerostats sind unter den Namen Flieger oder Wespen bekannt, sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit sehr schwer zu zerstören, besonders in Gruppen sind sie sehr gefährlich. Der T-600. Der T-600, auch The Walker genannt und ist ebenfalls bekannt als der Terminator, stellt einen scheinbar unbesiegbaren Gegner dar. Sobald dem T-600 ein Ziel zugewiesen wurde, wird er alles daran setzen, um es zu eliminieren. Er ist parallel mit einem Maschinengewehr und einem Granatwerfer ausgestattet, wodurch er gleichzeitig feindliches Feuer unterdrücken und sein Ziel töten kann. Skinjob. Der Skinjob ist ein getarnter T-600. Sein Körper ist mit Kleidung und Plastikhaut bedeckt, wodurch er aus Entfernung wie ein Mensch aussieht. Da dieses Modell länger auf dem Schlachtfeld bleibt, erleidet es leichter Schäden. So, was haben wir hier noch? Pausemenü, bla bla, Danksagung. Eine Liste der Schöpfer dieses Spiels kannst du unter www.terminator-videogame.de oder während des Spiels einsehen. Und hier gibt's noch einen Kundendienst. Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit Ihrem Produkt brauchen Sie möglicherweise nur eine einfache Anleitung der Korrektur des Problems. Wenden Sie sich bitte daher per E-Mail an die WBIE-Kundendienst wbgamesintersupport@warnerbros.com, bevor Sie das Produkt an den Händler zurückschicken. Bitte senden Sie das Produkt nicht an WBIE, ohne uns vorher zu kontaktieren. Absolute Quality Limited. Ah ja. So, was haben wir jetzt hier? Rocket Cat Cone. Ach, das ist eine Maus. Ach, hier gibt es nochmal Werbung für Maus und ein paar Seiten für eigene Notizen. Schön. Haben wir das jetzt mal auch hier abgefrühstückt. Wissen wir also, was auf uns zukommt. Nämlich jede Menge Bullshit. So, na dann legen wir doch mal los. So, ich habe jetzt hier in den Optionen schon alles Mögliche eingestellt. Irgendwie schwimmt die Maus hier ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bewege sie schnell und sie reagiert erst so eine Viertelsekunde danach in die entsprechende Richtung. So ein bisschen, dadurch eier ich schnell mal an irgendwas vorbei. So Video. Ja. Seht ihr hier? Anschlag, Helligkeit. Heller als das wird's nicht. Tut mir leid. Sound habe ich jetzt so eingestellt. Funktioniert hoffentlich. Reicht hoffentlich. Untertitel lasse ich an. Steuerung habe ich hier so rumgepfuscht. Weil ich bin jemand mit großen Händen und ich habe Platz auf dem Tisch, das heißt, ich zocke nicht mit WASD, sondern mit den Pfeiltasten und den umliegenden Tasten, sprich mit dem Ziffernblock noch für die Waffen. Steuerung ist bei mir mal springen, Enter ist nachladen, benutzen ist Backspace und ich habe dann darüber eben noch einfügen, entfernen, Position 1, Ende, Bild hoch und Bild runter und da komme ich eigentlich wunderbar ran und renne ist bei mir die rechte Shift-Taste. So, mitwirkende gucken wir uns jetzt nicht an. Zurück. Spiel beenden. Genau, das war's mit dem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Neues Spiel. Wir nehmen natürlich leicht, weil wir wollen ja hier nicht ein Let's Fail machen, sondern ein Let's Play. Einzelspieler. Laden. Ich versuche mir die Welt so zu vorstellen, wie sie war, aber es fällt mir mit jedem Tag schwerer. So viele Niederlagen, so viele Gesichter des Todes. Videofragmente da und im unteren Drittel sind übrigens hier auch bei mir auf dem Bildschirm zu sehen. Es liegt nicht an der Codierung. Doch eines bleibt immer gleich. Was wir auch tun, um die Maschinen aufzuhalten, es reicht nie aus.
Wir verlieren öfter, als wir gewinnen und die Toten werden mehr. Mich daran zu erinnern, wie früher alles war, gab mir einst Hoffnung. Doch offen gestanden verliere ich den Glauben. Nein, ich bin links. Oh, hier ist die Mausgeschwindigkeit ja nicht sehr hoch. Oh Gott, das muss ich echt nochmal ändern. Hier Option. Steuerung. Hier im Menü ist sie viel zu schnell. Mit 0, um in Deckung zu gehen, habe ich doch schon. Na, hier kann ich nicht in Deckung gehen. Während du in Deckung bist, mit dem Rest und dann. Während du in Deckung bist, benutze die Richtungstasten und drücke dann 0, um dich schnell in einer Deckung in der Nähe zu bewegen. Okay, we need to move now. Let's Achso. go, let's go! Follow me, Connor. Right this way, let's go. Guess they're calling it. About time. We're getting slaughtered out there. Sir, am I glad to see you? Command's ordering an evacuation, and I think that we... Yeah, we know. It won't take long to reach the hotel. Have you seen how many wasps and spiders are out there? Just keep your heads down and stick to cover. It'll be fine. You boys ready? Let's do this! Got wasps incoming. Let's move now. Then start looking for a way around it. Damn flying trash compactor. Get out of the street, boys! Now, follow me! Wasps incoming! That's what I'm talking about!
Aha. T-600, watch out. We gotta go! Move, move, move! Der ist jetzt tot. Na gut, machen wir mal an der Stelle einen Break. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir gucken uns dann im nächsten Video ja vielleicht mal richtig etwas Handlung an. Also, bis gleich. Tschüss.